Ich lese aus dem Buch über das bedingungslose Grundeinkommen, das Buch, das da heißt, Was fehlt, wenn alles da ist, mein Lieblingskapitel, und aus meinem Lieblingskapitel meine drei Favorites. Und zwar ist mein Lieblingskapitel das Zwischenspiel 1, wer dagegen ist. Denn anhand von denen, die dagegen sind und anhand von dem, was die sagen, denke ich, kann man ganz gut dafür sein. Bevölkerung wird angefixt. Das Instrument eines bedingungslosen Grundeinkommens attackiert unser heutiges System im Zentrum, indem es die Eigenverantwortlichkeit ad absurdum führt und den Einzelnen an den Tropf des Staates hängt. Fakt ist, dieses System ist widernatürlich. Der Staat sagt, hier haben Sie genug Geld. Sie können arbeiten gehen, wenn Sie wollen, Sie müssen aber nicht. Das führt zu einer trägen Gesellschaft und ist ein Anfixen einer ganzen Bevölkerung. Der Mensch wird träge und faul, wenn man ihm alles hinstellt. Philipp Müller, Politiker, FDP. Der nächste Favorite von Christoph Mörgerli, Politiker, SVP. Von Staatsbürgern zu Staatssklaven. Die neue Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen verspricht uns allen ein schöneres Leben. Denn es ist weit angenehmer, tagsüber Kuchen zu verteilen und selber zu essen, statt um 4 Uhr früh aufzustehen und Kuchen für andere zu backen. Leider erweist sich die Befreiung in Wirklichkeit als Zuchthaus der staatlichen Stallfütterung, als Kollektiv von Staatsrentnern. Aus Staatsbürgern würden Staatssklaven. Dummerweise müsste jemand das Umverteilungssystem bezahlen, und zwar mittels Zwangsfinanzierung, indem die einen Bürger die anderen zum Zahlen zwingen. Für viele auf der Welt aber würde unser Land zum gelobten Schlaraffenland, in das man unbedingt einwandern muss. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wären wir wirklich in Kürze alle gleich, nämlich gleich arm. Christoph Mörgerli. Der dritte und letzte Favorite von Oswald Metzger, Politiker, CDU. Wieder die Menschheitsgeschichte. Ich bin gegen das Grundeinkommen, weil sich der Mensch in der Menschheitsgeschichte schon immer hat rühren müssen, um zu überleben. Ich glaube nicht an ein leistungsloses Einkommen, wie Manna vom Himmel regnet. Hier wird jenen, die nichts tun, Einkommen versprochen. Und ausgeblendet wird, dass jene, die arbeiten, genau dieses Grundeinkommen erwirtschaften müssen. Das ist doch einfach Unsinn. Das ist Selbstbetrug hoch 3. Oswald Metzger, Politiker, CDU.